Hallo und willkommen zum wirklich, wirklich, wirklich großen Finale von Samus Returns. Wir sind auf Ridley gestoßen, mein lieber Herr Gesangsverein, und ich kann mir vorstellen, dass ich hier jetzt mir richtig die Zähne ausbeiße, denn die Metroid-Königin, die war, naja, okay, nachher, wo man es raus hatte, wirklich pups einfach, und Ridley, glaube ich, wird jetzt die Herausforderung werden. Versuchen wir es noch einmal, und ja, ich werde mich jetzt mal darauf konzentrieren. Warte mal, warum wir auch immer wieder, wenn wir neu starten. So, ich glaube nicht, dass wir unten den brauchen. Okay, dann legen wir los. Und was mir eben auch aufgefallen ist, dass wir ja Aeon-Energie bekommen von Ridley. Heißt also, dass wir eine Aeon-gestützte Waffe ihm gegenüber halt auch einsetzen können oder sollen vielleicht. Und da bleibt auch eigentlich nur die Schnellfeuerwaffe da, der Pulse-Drive, Boom, Beam, was weiß ich da. Und das versuchen wir jetzt mal. Tja. Oh, sieh. Das ging jetzt ja wesentlich schneller. Ja, okay, das können wir uns schenken. Wow! Ah. Nein. Durch meine verbumste Steuerung. Kommst du mir jetzt ein was machst du? Was machst du? Ach so, das machst du. Ah, ich verliere zu viel Energie. Wow, was war das? Autsch. Aber es ist schön, dass du dich immer wieder so schön präsentierst. Du kommst mir zu nah, mein Freund. Du kommst mir zu nah, mein Freund. Oh Mann, treff doch mal. Wow, du kommst sogar noch höher. Also, wow, das ist ja geil. Aber meine Lebensenergie ist verrottet. Wow. Autsch! Ist verdammt unten. Oh, scheiße. Baby Metroid, rette mich! Ja! Yeah! Ich hab wieder Energie! Und direkt weiter! Wow, 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 wow! Wow! Scheiße! Das ist doch kacke. Na, autsch! Oh. Scheiße. Was für eine Kacke. Okay, Freunde, ich werde jetzt mich an diesen Kampf begeben und euch meine Fluche ersparen. Und ich werde das vielleicht vorspulen oder schneiden, wie auch immer, keine Ahnung. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall genussvoll in den Kampf begeben und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich Ridley besiegt habe. Bis gleich.
Ach, Mist. Nein, die kommt. Ja. Ach, Samus, geh doch einfach mal ein bisschen schneller. Schon wieder. Ich halt's im Kopf nicht aus. Nein, schon wieder! Oh, jetzt immer. Nein, aber schon wieder. Ja. Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft. Was? Ich wollte einmal die Abwehrattacke machen. Wie bei der Metroid-Königin. Hallo, Knupsi. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mission complete. Ach, herrlich. Freunde, wir haben es geschafft. Metroid Samus Returns. Ich glaube, mit der Pause mein längstes, ja, Let's Play-Projekt. Und wow. Was doch für ein geiles Spiel. Hier und da doch
zwar mal ziemlich herausfordernd, insbesondere was diese vermaledeiten Stacheln angeht, aber ja, wir kannten vieles aus Metroid 2, was wir ja damals schon für den Gameboy gespielt haben, aber das hier war nochmal eine Schippe heftiger, geiler und vor allen Dingen auch actionreicher. Mir hat es hervorragend gefallen und eigentlich bin ich jetzt schon wieder traurig, dass es vorbei ist, weil das war jetzt hier im Moment so mein Lieblings-Let's Play, was mir immer so ein bisschen Freude gebracht hat. Die anderen Let's Play-Projekte im Moment, die Kunst des Mordens und Larry sind jetzt nicht so wirklich Spiele, die Spaß machen, aber gut, ich werde mich jetzt natürlich vermehrt um die Spiele kümmern und ja, dann kann ich nur hier sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Die anderen Let's Plays von der Metroid-Reihe werden natürlich auch noch kommen. Metroid Dread ist jetzt vor kurzem, war ja schon etwas länger, jetzt auch schon rausgekommen. Dann Metroid Prime Hunters ist auch noch da. Das wird demnächst auch noch kommen. Also, Samus, sie wird wiederkommen auf meinem Kanal. Ohne Frage. Und hier ist jetzt, wie gesagt, Schluss. Wir werden jetzt gleich nicht nochmal in Bonusteile gehen. Dafür habe ich jetzt wirklich im Let's Play einfach zu viel gesucht und nichts gefunden. Es sei denn, ich kriege jetzt noch eine Spezialfähigkeit, um Stacheln zu killen. Dann würde ich dann vielleicht nochmal in den Bonusteil gehen, aber ich glaube nicht, dass wir das bekommen. Insofern ist es das jetzt hiermit gewesen. Ein ehrlicher Run. Es war für mich blind und ich bin gespannt auf unsere Prozentzahl, die jetzt gleich hoffentlich kommt und ob sich Samus nuggisch macht. Und dann freue ich mich, dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen bei einem anderen Metroid Let's Play auf meinem Kanal. Na, der große Roboter, ja, der hat mich auch fertig gemacht, ja. Aber Ridley jetzt hier zum Schluss, mein lieber Herr Gesangsverein. Und ich habe es leider nicht geschafft, immer in der richtigen Sekunde den Abwehrangriff oder die Abwehr von Samus auszuführen, weil ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das da auch funktioniert. Aber nun gut, ich habe es leider nicht herausgefunden. Schaut es euch bei einem anderen Let's Player an, hier bei mir habt ihr leider nicht gesehen, aber nun gut, ich glaube, damit kann man leben. Ja, der Abspann wird mit Sicherheit hier noch ein bisschen was dauern, deswegen lasse ich euch jetzt mal mit den schönen Bildern und vor allen Dingen der schönen Musik mal in Ruhe. Bleib aber noch on air und freue mich jetzt am Ende hoffentlich die Prozentzahl zu sehen. Bis gleich. Nun? Ach du Scheiße. Siebzehn Stunden, acht Minuten, 54 Sekunden und gesammelte Items. Hallo? Was? Das ist alles. Dafür habe ich jetzt gewartet. Oh, ich habe gedacht, wir bekommen hier eine Prozentzahl. Aber nein. Bekommen wir leider nicht. Schade. Tja, Freunde, ich habe jetzt hier locker eine Minute gewartet. Ich werde das schneiden und es tut sich nichts mehr. Ich kann jetzt hier drücken, was ich will. Start, Select, alles. Auch mit dem Touchscreen. Da tut sich nichts. Das Spiel ist tatsächlich vorbei. Tja,
Also dann, Freunde, das war Matt Reed, Samus Returns. Ich bin der NRW bei 18. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Macht es gut. Bis dann, NRW bei 18. Adieu.